Hallo meine Lieben, heute bei uns an diesem wunderschönen Cyber Monday. Nicht. Es ist nichts passiert, es ist wirklich nichts passiert. Wir waren zu Hause, haben am Büro Sachen für einen Foodtruck gemacht. Und deswegen gibt es jetzt hier den letzten Teil von der Deutschlandreise. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Wir sehen uns morgen, macht's gut, ciao. Hi guys! Oh my goodness! Wie man hört, bin ich ein bisschen noch krank. Der Ronny wollte gerne diesen Vlog anfangen und sagen, wo wir jetzt sind. Wo sind wir denn eigentlich? Ach so, bei uns zu Hause in Hamburg. Ja, wir fahren mal mit den Amerikanern zum Hafen, ein paar Schiffe gucken. Die haben da ja nur Sonne und kein Wasser. Mit den Amerikanern. Boah, es ist so heiß. In der Sonne. Laufen. Sind wir auch nicht gewohnt, so viel laufen und dann noch Sonne. Ja, jetzt müssen wir mal. Natürlich ist auch die Nicole. Gustav, die Nicole ist so klein, die sieht man gar nicht. So, wollt ihr Hallo sagen? Hallo! Nicht, dass es heißt, ihr wart gar nicht dabei, ne? Und ich kuschel mit Ronny auf dem Video. So, dann schauen wir mal, was die vier uns hier heute zeigen Schönes. Langsam. Zeig her. Weiter geht's, aber langsam laufen. Große Schwester. Das ist Julie, die Große. Julie, jetzt weißt du, wie es mir immer geht. Ja. Und jetzt habt ihr wieder Platz. Jetzt ist wieder Platz. Ist das putzig, ey. Oh mein Gott. Tschüss. Seid so putzig! Oh mein Gott! Alles stand auf dem Boot! Ja. Die Stadt hat sich gefahren. Guten Tag, 9 Uhr, Gruppenkarte, 5 Personen. Die Kleinen brauchen ja nicht nur an hier und wir Erwachsenen. Was ab 5 Uhr? Die Pause ist sehr schön. Tschüss! Kamera, tschüss! Tschüss! Du hast es auch. Cheese, guys! John! Cheese! Amber, willst du noch eine Schwester? Sag bitte nein! Nein, das ist vom Luke. Das hat der Luke gesagt, so. Ja, ich habe dem Ronny meine Tasche gegeben. Der passt auf den Kinderwagen und meine Tasche auf. Wenn der wüsste, dass das ja sonst keiner darf, da bin ich sehr eigen. Hi! Hey, was macht ihr denn hier? Ja, morgen! Du kommst doch super aus der S-Bahn hier runter. Es wundert mich, dass das hier nicht. In life now I'm addicted somehow, let me tell you what
is up with your smile? It's impossible, non-melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over this surface. Am Sonntag schon heim und wir müssen bis dahin noch München und Leipzig sehen. Ist das ein riesen Containerschiff? Voll, alter Schwede, das ist groß. You see the big one, Johnny? Look at the big ship. So, ihr Lieben, und unsere Reise geht jetzt weiter nach Leipzig. Wir sollen da um 16 Uhr ankommen. Allerdings denke ich, wird es eher später. Berufsverkehr und so weiter kommt da dann sicher auch noch hinzu. Bye-bye. Bye-bye. Have a nice day. Bye. Lissi, komm mit. Die Lissi, die steht da. Lissi. Komm mit. Open door. Mami, open door. Nein, Lissi, komm mit. Komm mit oben. You like Opa's Trailer? Ja, welche Mango aufhängen. Achtung! In diesem Trailer haben wir geschlafen. Eine Nacht bei Oma und Opa. So, das war vergangene Nacht. Und jetzt fahren wir ins letzte Hotel, bevor der Abflug wieder ansteht. Die zwei Chaoten. So, einmal so. Wir richten Schlussbienen. Ach nee. Oh. Wie viele Schuhe hat der Opa schon an? Geh mal zum Papa, der ist ganz traurig, dass du so weit weg bist. Ich mag ja schon wieder viele Schuhe. Also. Du schaffst es, Opa, wir vertrauen dir. Tschüss. Leute, schaut euch doch mal bitte dieses Boxspringbett an. Und in dem Bett hier haben die Kinder gehaust und geschlafen. Und wir haben hier einen Balkon einmal rund ums Zimmer. Ich zeige euch das gleich noch von außen, wenn ich es nicht vergesse. So, das ist das Badezimmer, ungehübscht. Ich habe noch nasse Haare, wie man sieht. Ein toller Föhn. Große Dusche. Okay, aber warum ich filme, ist... Wir sind ja gestern von meinen Schwiegereltern, das schallt hier so. Ich war heute das erste Mal in Mercedes, E-Klasse. Dann gehört sich ja sonst nichts. Eurowings zahlt, hoffentlich. Unser Mietwagen gewesen von München nach Frankfurt und den geben wir jetzt einfach mal ab. Jetzt sind wir nämlich angekommen am Flughafen. Die geistige Tablet. Mitten in der Nacht habe ich die schon wecken müssen. War ein ganz cooles Auto. Aber. Aha. Side by side. Ja. Knowing there is more in life that I want.